Um so abzugehen, braucht Frettchen Cosmo kein Doping und er hat auch kein ADHS. Er ist einfach ein Frettchen und das hat eben viel Energie im Hintern. Man muss das Chaos lieben, das auf jeden Fall. Also es sind absolute Chaoten, da ist nicht sicher. Blumen sollte man keine mehr haben, die sind nämlich hinterher alle ausgebuddelt. Also langweilig auf gar keinen Fall. Also es ist jeden Tag irgendwas Neues. Man merkt, wo man vielleicht nicht perfekt war, wo sie dann doch eine Lücke gefunden haben, um Chaos zu machen. 8 Frettchen hält Pia Hauf bei sich zu Hause. Also eine Menge Mäuler, die sie stopfen muss. Zimperlich darf sie da aber nicht sein, denn bei Frettchen stehen Mäuse, Küken und Meerschweinchen auf der Speisekarte. Und die kleinen Fressmaschinen brauchen bis zu 5 Mahlzeiten am Tag. Frettchen sind domestiziert, also sie könnten in der freien Wildbahn gar nicht überleben. Sie schaffen es auch nicht, alleine sich ihr Essen zu jagen und zu erlegen. Das einzigste Falkner oder Jäger, wenn die von klein auf mit denen das Frittieren üben, dann können die zum Beispiel ein Kaninchen aus dem Bau jagen, aber erlegen tun sie es nicht. Ganz sympathisch eigentlich, aber zum Überleben nicht unbedingt die schlauste Taktik. Frettchen sind eben gezüchtete Tiere und überleben nur beim Menschen. Und da gehört mehr dazu als nur Futter und Schmusen. Mindestens 1 Stunde Putzen am Tag und Körperpflege ist angesagt. Herr Minchen, du bist später dran. Früher hatte Pia Hunde. Mit ihrem Schichtjob im Altersheim war das aber schwer kombinierbar. Sie wollte ein Haustier, dem sie gerecht werden kann. Frettchen mussten her. Die schlafen 18 Stunden am Tag und verschlafen somit Pias Abwesenheit. Für sie die perfekten Haustiere. Das ist so eine Mischung aus Hund und Katze. Das ist so ein bisschen das Tolle daran. Man kann mit ihnen rausgehen, man kann mit ihnen spazieren gehen. Aber auf der anderen Seite sind sie halt auch so ein bisschen wie so eine Katze. Sie gehen auf Katzenklo. Sie beschäftigen sich, wenn sie in der Gruppe sind, auch mit sich selber. Also man ist nicht angebunden, dauerhaft den Bespaßer zu spielen. Aber wenn schon mal jemand da ist... So, und Gassi bereit? Cosimo! Wer von den 8 dann immer noch nicht ausgepowert ist, darf noch eine Runde um den Block. Gassi gehen. Denn auch als Frettchen will man mal an die frische Luft. Während Cosmo den Waldboden erkundet, lässt sich Frettchen Fröschli lieber im Wagen kutschieren. So lässt sich's leben. Für mich sind es halt wirklich, man könnte fast sagen, die nicht vorhandenen Kinder. Also sie gehören zur Familie dazu. Also ich würde sie niemals zurücklassen oder weggeben oder schlecht behandeln. Man kriegt von diesen Tieren wirklich viel zurück. Also man gibt viel, es ist kostenintensiv, aber man kriegt halt auch wirklich Liebe zurück. Sie sind so dankbar und ja, es sind ganz tolle Tiere. Mhm.